Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Meine Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt peinliche Angewohnheiten. Ich möchte gerne mit euch sprechen über eure peinlichen Angewohnheiten, über Zwänge, über Rituale, über Marotten, die ihr vielleicht in aller Stille pflegt, ganz heimlich, für die ihr euch unter Umständen auch schämt. Oder vielleicht teilt ihr sie nur mit ein paar ganz wenigen intimen Freunden um euch herum. Also, peinliche Angewohnheiten heißt unser Thema und ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe, was ihr so alles zu erzählen haben werdet oder was ihr mir beichtet. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Norbert und Norbert ist 27 Jahre alt. Hallo Norbert. Ja, hallo Jürgen. Ja, hallo. Ja. So, wie geht's? Gut, danke schön. Ja, ich hatte gerade eine Grippe, deswegen. Oh, du Armer. Ich hoffe, du hast kein Fieber mehr. Nee, ja, ein bisschen, ne? Ja. Aber geht jetzt. Ja, auf jeden Fall, ja, mein Thema ist. Peinliche Angewohnheiten. Popeln. Ja. Popeln? Jo. Pfui. Ja. Ganz schlimm und ganz eklig, sag ich dir. Du popelst in der Nase. Jo, seit klein auf. Ja. Ist mir aber nie so richtig bewusst geworden. Jetzt ist so seitdem. Jetzt im hohen Alter von 27 bemerkst du es allmählich. Ja, doch, ich merke das eigentlich auch schon früher gemerkt, nur ich weiß, da ist so ein gewisser Reiz eigentlich bei. Wann, in welchen Situationen popelst du? Ja, wenn ich alleine bin, wenn ich Langeweile habe und. Aber immer, also beim Autofahren auch, leider. Warum leider? Ja, weil ich dann denke, ich bin alleine, aber ich bin ja nicht alleine. Die anderen sehen das. Ja, wenn ich dann irgendwie an der Ampel stehe und vor mir steht ein Auto und der guckt in den Rückspiegel, dann. Ist ja auch schon mal passiert. Nun hat man ja nicht immer was zu popeln. Ist ja nicht immer was da. Nee, dann ist natürlich das Problem, dann ist die Nase blutig. Ach so, zwanghaft ist das schon. Ja, doch, dass teilweise schon. Du bohrst so viel Langeweile. Ach so, du bohrst so krass in der Nase, dass die Schleimhaut da schon beschädigt wird. Ja, gut, ja klar. Hm. Jetzt stellt sich natürlich die entscheidende Frage, du popelst in der Nase. Was passiert dann mit dem, was da rausgeholt wurde? Ja, das ist ja, was ich sagte, das ist dieser gewisse Reiz. Das ist ja dann, es ist ein bisschen eklig, aber das ist dann. Sprich es aus, wir sind unter uns. Jo. Sag es bitte. Das muss erst mal ein bisschen trocknen. Ja, ja. Dann mache ich so das Kühlchen. Ja. Dann schließt mich das weg und das klappt dann immer gegen die Wand oder so. Das weiß ich, das ist so ein gewisser Reiz. Wie ein Kind, ne? Als Kinder haben wir das gemacht. Aber ich hatte einen Freund, ich muss es jetzt erzählen, ihr Lieben, ihr müsst jetzt ein bisschen tapfer sein. Ich hatte einen Freund früher, aber das ist irre lange her als Kind, der machte das noch ekliger. Der puppelte in der Nase und wisst ihr, was er dann damit getan hat? Nicht gegessen, oder? Ja, er hat es gegessen. Oh, das habe ich auch schon gehört. Ja, er hat es gegessen. Man mag es sich gar nicht vorstellen, aber es war so. Ja, das ist gut, dass ich ihn vor dem Kühlschrank habe. Und ich unterstelle, dass sich eine Menge von Leuten zuhören, die das heute noch machen. Ja. Man weiß es nicht. Also du machst auf jeden Fall Kügelchen und flitscht die so irgendwo hin. Genau. Ist schon mal erwischt worden dabei? Ja, meine Freundin, ne? Ja, die weiß das. Die weiß das sogar? Ja, die weiß das. Ja, die hat es gesehen und ich wollte das immer erst mal verbergen und so, aber die weiß, ist ja dann auch mal da und dann hat man ja aber diesen Drang danach und so und dann macht man das einfach so. Ach so, du machst das auch in Anwesenheit der Freundin? Ja, klar. Mhm. Nee, war mir jetzt nicht so klar. Ja doch, ja, mach ich. Und das findet die nicht ekelhaft? Das findet die sehr ekelhaft. Und sie sieht das auch hinterher, wenn ich dann die Dinger hier durch die Gegend schleppe oder durch die Wohnung so, da siehst du ja dann. Ich wollte gerade sagen, ich würde mich nicht so ganz entspannt in deiner Wohnung aufhalten wollen, wenn man da mit der Lupe über den Teppichboden geht. Nee, ja, na? So extrem ist es nicht. Na? Ja gut, aber du flitschst es ja an die Wand oder ans Fenster. Ja, ne? Ja, so extrem ist es dann doch. Also ich kann schon den Laminat erkennen und Teppich. Also es ist nicht so, dass jetzt hier so lauter Kügelchen hier rumliegen. Wenn man bei dir barfuß läuft, klebt es dann unter den Füßen. Nein, das ist so extrem ist es nicht, nein. Norbert, man nennt ihn auch den Popler. Ja, nee, eine große Nase habe ich, aber natürlich nur wie Nase, aber Popler nicht. Eine große Nase hast du auch? Ja. Wahrscheinlich deshalb. Ja, kann sein. Ne, die Nasenlöcher sind schon richtig geweitet durch das Reinschieben. Ja, doch, man könnte mit dem Mund da wechseln. Hör mal, aber jetzt ganz ernst, das ist ja dann schon ein bisschen mehr als nur eine Angewohnheit, wenn es blutig wird.
Ja, das stimmt schon. Da hört der Spaß ja auf, ne? Da hört es auch auf. Und ich muss es mir auch abgewöhnen. Ich will es mir auch abgewöhnen. Ja. Das ist wie ist der Zustand der Nase? Warst du schon mal beim HNO-Arzt deshalb? Nee, deswegen war ich nicht. Nicht, dass der denkt, du bist ein alter Kokser, weil die Nase völlig kaputt ist, die Scheidewände. Das weiß ich nicht. Ich war ja auch nicht beim Arzt, deswegen. Ja. Würde ich mal machen, mal einmal durchchecken lassen, die Nase, damit der sagt, mit der dir vielleicht auch Warn sagt, hören Sie auf, sonst ist die Nase wirklich kaputt irgendwann. Ja. Also, mich wundert, dass deine Freundin dir nicht mehr Druck macht, weil mir wäre das wirklich eklig, wenn mein Freund oder meine Freundin das tun würde. Ja, sie ist eklig, aber irgendwie duldet irgendwie das. Hat vielleicht so den Anschein, ja, und ich mache es natürlich immer wieder. Ja, pass auf, die duldet das, aber die findet das im Grunde genommen auch sehr unangenehm. Ja, das ist auch unangenehm. Das heißt, du müsstest ein bisschen gegen dich angehen, um auch nicht deiner Freundin ekelhaft zu erscheinen. Ja, muss ich auch machen. Ich hoffe, du popelst nicht im Bett. Nee, das nicht. Das nicht. Da bin ich ja, wie gesagt, nur bei Langeweile. Und Langeweile habe ich ja dann nicht. Naja, hätte ja sagen können. Ja. Dass man dann ins Bett aufschlägt und, nein, wir wollen gar nicht weiter darüber sprechen. Nee, so schlimm ist es nicht. Also, man sieht ja auch nichts, wenn man in die Wohnung kommt. Also ist alles normal weg. Ja. Manchmal fällt das schon einen auf. Ja. Angewohnheit. Also, wir arbeiten dran, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber volle Kanne jetzt. Ja. David, alles Liebe, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Kann ich Autogramm haben? Ja, dann legst du bitte auf nochmal wegen der Anschrift. Rufen wir dich zurück. Alles klar, okay, danke. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, zu unserem heutigen Thema peinliche Angewohnheiten. Welche peinlichen Angewohnheiten habt ihr, die ihr selbst peinlich findet oder von denen ihr denkt, dass andere sie peinlich finden und ihr euch deshalb auch schämt? Peinliche Angewohnheiten. 0800 220 5050. Hier ist Carsten und Carsten ist 27 Jahre alt. Hallo Carsten. Hallo Domian. Ja, jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählst. Oh, das wird peinlich. Das soll ja heute auch sein. Ja, also ich bin erstmal froh, dass ich überhaupt erstmal über die durchgekommen bin. Ja. In die S-Klasse. Ja. Ja, mein Thema ist, es ist so, ich wohne in Hamburg in einem Hochhaus. Ja. Und gegenüber von uns ist auch ein Hochhaus. Mhm. Und in der Zeit war ich auch Single, sage ich ganz offen und ehrlich. Ja. Ist so, dass ich eigentlich so als hobbymäßig so mit den Sterne begutachte, also mit dem Fernrohr. Ach, die Sterne. Richtig, die Sterne. Mhm. Ich bin so ein kleiner Romantiker und ich beobachte immer gerne auch die Sterne. Aber wahrscheinlich kann dann zufällig das Fernrohr mal ein bisschen nach unten kippen und man guckt nicht nur die Sterne an. Richtig, zufällig. Zufällig, das ist natürlich. Auch wirklich zufällig passiert, das war ich ganz offen. Ja. Es ist halt so gewesen, dass ich halt mit diesem Fernrohr zufällig gegenüber einem Gebäude gekommen bin, also in die Richtung, und dann war so ein nettes Balkontürchen offen und da war eine sehr nette, charmante Dame, die ich eigentlich so von der Straße schon erkannte. Ja. Sie gefiel mir auch schon sehr gut und alles, und das war das so, dass ich dann halt nicht mehr davon loskam, dass ich also wirklich sie beobachtet habe. Also ein Spanner. Auch nun 2-3 Stunden, ja, so richtig, wie ein Spanner. Mhm. Und natürlich ist das für mich peinlich, dass ich das jetzt auch hier so offen sage, aber jedenfalls ist es so gewesen, dass es wirklich 6 Monate fast lang ging. Ach, so lange? Nur auf sie bezichtet, also nicht auf jemand anderen beobachtet. Nur auf sie? Also du hast immer genau darauf geachtet, wann kommt sie nach Hause, was macht sie da und so weiter. Nach einer gewissen Zeit wusste man schon, wann sie kommt, also wenn man das schon länger beobachtet hatte. Und was hast du Spannendes gesehen? Also ich habe einiges Spannendes gesehen. Also sie hat immer so wirklich reizvoll immer das Fenster offen gelassen, also die Gardine aufgelassen, dass man wirklich alles sehen konnte, was da passiert ist. Ich habe gesehen, wie sie Essen gemacht hat, ich habe gesehen, wie sie langsam zum Duschen ging, ich habe gesehen, wie sie langsam zum Schlafzimmer gegangen ist, um sich Bett fertig zu machen. Also sie hat ja eigentlich nie so die Gardinen zugemacht. Ja. Hast du sie folglich nackt auch gesehen? Richtig, ja. Ja. Und das hat mich natürlich ein bisschen schwindelig gemacht, sag ich mal so. Ja. Auf jeden Fall kam auch mal der Tag, dass ich wieder zu ihr rübergeschaut habe und dann bemerkt habe, dass sie genau das Gleiche getan hat zu mir rüber. Wie? Auch mit einem Fernrohr? Mit so einem Fernglas halt, ne? Ach. Und jedenfalls ist es so gewesen, dass wir uns dann einen Tag später dann unten getroffen hatten. Ja, das ist ja kurios. Bitte? Das ist ja kurios. Ja, das ist halt so völlig passiert und dann haben wir uns endlich mal getraut, miteinander mal zu sprechen. Ja. Und
Bitte? Ja, erzähl mal weiter. Ja, und dann ist es so zugekommen, dass sie wirklich gesagt, mich gefragt hat, wie lange ich sie schon beobachten würde. Mhm. Weil sie hatte schon irgendwie gemerkt, wie ich sie schon unten an der Straße anschaue. So. Und sie hat es mir auch öfters zu mir rübergeguckt. Sie wusste, wo ich wohne. Ja. Also sie hat auf dich reagiert. Sie hat gemerkt, dass da irgendwas war und daraufhin hat sie mit dem Fernglas zu dir geguckt. Was ist das für ein Typ? Richtig. So, ne? Mhm. Und so sind wir halt auf die Straße zueinander gekommen, haben wir echt schön unterhalten, sind schon Kaffee trinken gekommen, zusammengegangen, Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Und die war nicht sauer auf dich? Sie war überhaupt nicht sauer, weil sie auch Single war und sich wirklich nicht getraut hat, mich irgendwie anzusprechen. Aber die hatte dich nicht vorher schon heimlich auch beobachtet, oder? Nein, das nicht. Das war so, dass wir uns öfter auf die Straße getroffen haben. Sie wollte mich andauernd ansprechen, meine Telefonnummer nachfragen. Ich wollte es eigentlich auch. Aber das ist ja fast schon filmreif, wenn ich mir vorstelle, du guckst durch dein Fernrohr und siehst, wie sie dich mit einem Fernglas anguckt. Richtig. Das ist ja irre. Also ich habe ehrlich gesagt Gänsehaut gekriegt. Und als ich mich darauf ansprach, war es natürlich total peinlich. Ja, in dem Moment ist das super peinlich. Das kann man vorstellen. Ich muss wirklich wahrscheinlich rot angelaufen sein. Sie fing an zu lachen und sagte, ich bin dir nicht böse. Ich mag dich, ich möchte dich kennenlernen. Und so mittlerweile ist es so, dass wir jetzt schon 6 Monate fast zusammen sind. Wir in 2 Monaten zusammenziehen und sie im 3. Monat schwanger von mir. Na, das ist ja, man kann es ja gar nicht glauben. Ja. Das ist ja wie im Film. Es ist passiert, aber es gab auch ein schönes Happy End. Fast wie im schlechten Film. Aber manchmal ist das Leben billiger und trivialer als ein Drehbuch. Richtig. Ne? Also, echt, ihr seid jetzt zusammen und wollt zusammenziehen und sie ist auch schwanger? Wir wollen zusammenziehen, sie ist im 3. Monat schwanger. Das jetzt, ja. Und das fing alles mit einem Fernrohr an. Mit einem Fernrohr. Und ich werde auch sagen, also ich werde es auch nie wieder tun. Sie hat mir das verboten, jetzt auch wieder irgendwie mal ins Fernrohr zu schauen. Also, nein, du bist ja Sternenliebhaber, du kannst ja in die Sterne gucken. Also, das ist ja... In welche Wohnung zieht ihr? In deine oder in ihre? Wir ziehen in ihre Wohnung. In ihre Wohnung. Mhm. In ihre Wohnung, ja. Wer weiß, vielleicht zieht dann in deine Wohnung eine neue, junge, hübsche Frau an. Ein. Ich glaube nicht, dass ich dann wieder am Fernrohr sitze. Nein, das wollen wir auch gar nicht. Wollen wir uns auch gar nicht lustig machen. Das ist nicht schön, wenn man heimlich beobachtet wird. Richtig, und das ist auch noch strafbar. Das ist auch noch strafbar, ganz genau. Und da ist die Sache für dich wirklich gut ausgegangen. Du hättest auch eine Anzeige an den Hals kriegen können. Ne? Hätte ich machen können. Ich denke mal, das Risiko war mir ehrlich gesagt in dem Moment nicht bewusst, weil ich halt wahrscheinlich zu sehr verliebt war in sie. Verliebt? Auch irre, ne? Verliebt durchs Fernrohr. Verliebt durchs Fernrohr, ja. Und das war wahrscheinlich bei ihr dann genauso. Bloß wir haben uns echt irgendwie versucht, auf uns zuzugehen und haben uns nicht getraut. Ja. Und das ist halt der Zufall gewesen, dass es wirklich dann mal durch ein Fernrohr halt passiert ist. Du hast gerade schon gesagt, du hast sie auch nackt mal gesehen in der Wohnung. Ja. Hast du auch irgendetwas anderes Intimes gesehen? Hatte sie mal Herrenbesuch? Das eigentlich weniger, weil sie war ja eine Zeit Single und sie hat auch gesagt, es gab für sie kein Thema irgendwie andere Jungs, weil sie nun mal halt auch mit den Gedanken gespielt hat, mich irgendwie mal irgendwann mal kennenzulernen. Ach so, weil sie dich auch schon vom Ansehen auf der Straße kannte, oder wie? Richtig. Wir haben sie ja auf der Straße schon öfters getroffen. Ja, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Eine sehr schöne, nette Geschichte. Ich hoffe es auch. Und es ist gut ausgegangen. Also ich bin glücklich, ich kann dir sagen, ich bin glücklich. Und ich bin froh und freue mich, dass ich euch die Geschichte oder die zumindest den ganzen Zuhörern auch noch erzählen kann. Ja, freue ich mich wirklich auch. Schönen Gruß an deine Freundin. Werde ich machen. Und toi 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 für eure Liebe und halt für die Schwangerschaft dann auch alles Gute. Super. Danke dir. Lieber Carsten. Und darf ich auch noch ein Autogramm für dich haben? Leg sie bitte auf, rufen wir nochmal an. Okay, tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Promi-Besuch am Samstag. Samstag ist bei mir zu Gast Thomas Anders um 11:30 im WDR-Fernsehen. Und ihr könnt wieder mitmachen, ihr könnt anrufen, ihr könnt euch auch mit Thomas Anders unterhalten, ihm Fragen stellen. Meldet euch am besten jetzt schon an unter domian@wdr.de. Schreibt in die Mail bitte unbedingt eure Telefonnummer und ein paar Sätze zu dem, was ihr sagen möchtet oder was ihr Thomas Anders fragen wollt. Im Übrigen sind die Leitungen auch am Samstag eine Stunde vorher schon geschaltet. Die Sendung beginnt um 11:30 am Samstag im WDR-Fernsehen. Mein Gast ist Thomas Anders. Hier ist Jasmin und Jasmin ist 19 Jahre alt. Hallo Jasmin. Ja, hallo. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Das Thema heißt peinliche Angewohnheiten. Ja, und zwar singe ich eigentlich überall mit. Also egal wo ich bin, wenn ich ein Lied höre, das mir gefällt, singe ich mit. Ach, du singst mit, das habe ich gar nicht verstanden. Du singst immer mit, egal was für ein Lied? Ja, wenn es mir gefällt halt. Was gefällt dir so? Und ja,
Also du gehst durch die Straße und aus einer Kneipe kommt das schöne Lied Lebt denn der alte Holzmichel noch. Singst du denn auch mit? Nee. Da singst bei du dem nicht Lied mit. Jetzt nicht. Okay, bei dem nicht. Also dann bei englischen Sachen, der englisch gesungenen? Bei Deutsch und Englisch, ja. Sag mir mal ein paar Lieblingslieder. Lieblingsinterpreten. Ja, dieses Das Spiel von der Annette, das gefällt mir. Oder ja, was gefällt mir? Es gibt so viele Lieder, die mir gefallen. Ja, hast du keinen so einen Star, für den du das toll findest, einen Sänger, eine Sängerin? Nicht wirklich, aus dem Alter bin ich, glaube ich, draußen. Ach, du lieber Gott. Wie alt bist du? 19, ne? Ja, nee, das habe ich aus Versehen falsch gesagt, ich bin 20. Ja, sicher, mit 20 ist man aus dem Alter raus, dass man Sänger gut findet, das ist natürlich recht. Also, du singst immer sofort mit, wenn du etwas hörst, was dir gefällt. Wo kann das zum Beispiel passieren? Überall, im Supermarkt, in der Disco sowieso, da laufen ja eh die Lieder. Ja, in der Disco fällt es auch nicht so auf, weil es da so laut ist, aber im Supermarkt ist es doch unter Umständen peinlich, oder? Ja, also manchmal werde ich halt schon komisch angeguckt, außer ich habe jetzt eine von meinen Töchtern dabei, weil ich habe zwei. Aha, schon zwei Töchter. Ja, und da denken vielleicht manche Leute, naja, die wird ihrem Kind was vorsingen, ne? Ja, also ich sehe dich gerade so vorm Käseregal im Supermarkt und plötzlich kommt dein Lied, was dir gefällt und links singst du dann so lautstark mit oder summst du? Ja, lautstark nicht, schon ein bisschen leiser, aber die, wo halt näher an mir vorbeilaufen, die hören das dann. Ja. Und ja, manche gucken mich halt dann komisch an, so, wieso singen die jetzt mit? Und hat denn irgendjemand schon mal irgendwie seltsam reagiert oder dich gefragt oder dich gar beschimpft oder warum du das machst oder so? Ja, in der Disco war es so, da war ich mit meiner Freundin in der Disco und die hat irgendjemanden kennengelernt. Ja. Und der kam halt dann irgendwann mal zu mir und sagte, du kennst alle Lieder auswendig, kann das sein, dass du irgendwie Playback singst oder so? Ja. Und da habe ich dann gesagt, nee, und er ist dann wirklich zu jedem hingerannt und hat gemeint, ey, die singt für alle Lieder mit. Aber die Frage ist natürlich sehr schlau. Sitzt du zu Hause irgendwie und hörst sehr viele CDs oder hörst sehr viel Radio, dass du alles so auf dem Schirm hast? Ich höre viel MTV2. Ja, dadurch kennst du die ganzen Sachen. Wie bitte? Daher kennst du die ganzen Sachen. Ja. Aber ich bin ganz baff. Ich muss jetzt nochmal sagen, dass du gar nicht so einen Lieblingssänger nennen kannst. Oder Lieblingsband oder Lieblingssängerin. Ne, kann ich momentan eigentlich nicht nennen. Ich versuch's mal noch auf eine andere. Bei welchem Lied singst du denn besonders gerne mit? Ja, bei Das Spiel. Das Spiel. Also wir kommen immer wieder darauf zurück. Wie ist das mit dem wie heißt das Lied mit dem kleinen Kind? Mit dem Schnuckel, Schnackel, Schnickel, mit dem Drachen da? Schnappi. Ja, genau. Da auch? Singst du da auch mit? Ja, aber dann auch eigentlich nur, wenn meine Töchter da sind oder meine größere zumindest. Wie alt sind denn die Töchter? Die Große ist 1,5 Jahre alt, ja. Und die Kleine ist 4 Monate alt. Ja, die kriegt das doch nicht so mit, ne? Ja, die Kleine kriegt das halt mit. Aber die wachsen jetzt damit auf, wir haben eine singende Mama, ne? Ja, so ungefähr. Wie lange machst du das schon? Das mache ich jetzt, seit ich 13, 14 Jahre alt bin. Ja. Ja, also ist ja auch nicht weiter schlimm, ne? Ist ein bisschen peinlich, aber so ganz peinlich auch nicht, ne? Oder schämst du dich da manchmal doch, dass es so durchgeht dann mit dir? Ja, also wenn ich jetzt im Supermarkt bin, merke ich es manchmal gar nicht. Und wenn ich dann sehe, es guckt mich irgendjemand komisch an, dann werde ich halt schon knallrot und was hast du jetzt gemacht? Und hörst du dann auf oder singst du weiter? Ich summe dann meistens weiter, aber ich höre mit dem Singen auf. Also das Singen macht dir Freude. Vielleicht ist in dir eine Sängerin verloren gegangen. Oder das könnte ja noch werden, du bist ja doch noch nicht so ganz alt, wenn du auch schon 20 bist. Ja, aber die Kinder halt, ne, denke ich mir halt dann immer. Ja. Magst du Michelle? Wie bitte? Magst du Michelle? Sängerin? Ja, also einige Lieder von ihr. Einige, alle. Ja. Nein, ich gebe es auf mit einem Namen. Also das ist bei dir ein großes Spektrum, ne, was du halt magst. Ja. Jasmin, die Mitsingerin, ne, so können wir dich nennen. So ungefähr, ja. Danke für den Anruf, alles Gute. Bitte schön. Tschüss. 0800 220 50 50. Mein Thema oder unser Thema heute Abend heißt peinliche Angewohnheiten. Und ich möchte gerne mit euch über eure peinlichen Angewohnheiten sprechen. Vielleicht auch Angewohnheiten, die nicht so gar nicht mehr so ganz witzig sind, sondern die irgendwie vielleicht schon ein bisschen ernster sind oder heikler für euch auch, für die ihr euch wirklich schämt. Zwänge, Rituale, Marotten, denen ihr so unterlegen seid, was ihr unbedingt immer machen müsst und ihr kommt da gar nicht raus. Also, wenn ihr mir darüber einiges erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Sabrina und Sabrina ist 23 Jahre alt. Hallo Sabrina.
Hallo? Ja, hallo, hier ist Sabrina. Ja, hallo Sabrina, schön, dass du da bist. Ja, hast hallo. Dich auch zu unserem heutigen Thema gemeldet? Was ist es denn bei dir? Ja, und zwar ist das, weil ich bin jetzt 3 Jahre mit meinem Partner zusammen. Mhm. Und ja, mir ist das schon peinlich, darüber zu reden, weil ich praktiziere seit 1 Jahr mit meinem Freund Analverkehr. Mhm. Und klar, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit Freundinnen redet man dann da darüber, mhm. wie das ist, wenn man mit seinem Partner Sex praktiziert. Mhm. Und wenn ich dann sage, ja, ich mag den Analsex und so, ich stoße total auf Ablehnung und mir ist das total unangenehm. Ich komme damit nicht klar. Also die Mädels, deine besten Freundinnen, denen du das erzählst, die schütteln nur den Kopf, oder wie? Ja, die schütteln mit dem Kopf total. Wie viele sind denn das, denen du das schon erzählt hast? Ja, das sind, also ich habe 2 sehr gute Freundinnen. Mhm. Denn so vielen erzählt man das ja auch nicht, ne? Ja, so vielen erzählt man das nicht, weil mir ist das eigentlich schon unangenehm, weil man kennt das ja eigentlich, Analsex macht man ja eigentlich ja mit Männern. Ja, was meinst du, wie viele heterosexuelle Pärchen das auch praktizieren? Ja, das weiß ich nicht. Und zwar, ich habe schon meistens Schmerzen dabei, aber ich mag das halt. Aber ich stoße total auf Ablehnung und mir ist das schon tierisch unangenehm, weil... Lass mich mal, was jetzt deine Rolle anbelangt, mal fragen. Du machst das aber freiwillig oder machst du es für deinen Freund? Will der das? Nee, ich mache das, ja, eigentlich mache ich das schon, ja, ich für meinen Freund eher mit, aber... Du sagst, es macht dir Spaß, aber du hast auch Schmerzen dabei. Ja, es macht mir Spaß und ich habe Schmerzen dabei, aber irgendwie, ich mag es halt. Also das heißt, wenn du würdest es auch freiwillig wollen, wenn du frei entscheiden könntest? Wenn ich frei entscheiden könnte, würde ich das auch wollen. Aber für mich ist das schon, ich stoße total auf Ablehnung. Es macht mich fertig, ich kann damit einfach nicht mehr umgehen. Die Freundinnen, denen du das erzählt hast, diese beiden, waren jetzt 2, so habe ich es gerade verstanden. Ja. Haben die einfach nur ablehnend reagiert oder haben die auch ein bisschen nachgefragt? Hier, wie macht ihr das? Nee, total ablehnend haben die darauf reagiert. Was heißt denn total ablehnend? Was haben die gesagt? Also ich habe denen erzählt, hör mal zu, Jessica, du kennst das bestimmt, mit Freunden tratscht man ein bisschen so, was hast du mit dem gemacht und dem gemacht? Ja. Und ich bin jetzt mit meinem Partner 3 Jahre zusammen. Ja. Und der hat mich letztes Jahr darauf angesprochen, lass uns doch mal was anderes machen. Klar, diese 0815-Nummern, kennst ja nach 3 Jahren, will man schon was anderes machen. Ja. Und er hat mir schon länger gesagt, weil wenn wir über die Straße gehen und so, habe ich schon gemerkt, dass der hinterher guckt und so. Und dann hat er mich abends darauf angesprochen, komm, lass uns mal so und so machen. Ja. Es hat zwar wehgetan, aber es hat mir gefallen. Und ich habe dann mit meinen Freundinnen darüber geredet, mit meiner Besten. Und was sagen die spontan? Was hat die spontan gesagt? Die haben total auf Ablehnung gestoßen. Ja, was heißt total. Das? Was haben die gesagt? Wie ekelhaft? Oder? Genau, wie ekelhaft, wie kannst du nur und warum machst du das? Das macht man nicht als Frau. Und mir ist das tierisch unangenehm. Ich bin total verunsichert im Moment. Ist denn das Thema noch mehrmals jetzt auf den Tisch gekommen bei dir und deinen Freundinnen? Oder wurde einmal drüber gesprochen und das war's dann? Nee, seitdem ich das erzählt habe, der Jessica spricht sie mich mehrmals drauf an. Und ich merke auch, dass sie sich von mir distanziert seitdem an. Es ist doch völlig albern, Sabrina. Ja, also das ist wirklich eine sexuelle Praktik, die ist so uralt wie die Menschheit ist und auch heterosexuelle Paare tun das. Ich weiß, und wenn die Paare sich darauf einigen, dass sie das tun möchten, dann sollen sie es auch machen. Was ist denn das für ein altmodisches und verklemmtes Gehabe da von deinen Freundinnen? Was soll denn das? Ich weiß nicht, aber verstehst du mich dumm, Jan? Das macht mich einfach fertig. Nee, verstehe ich nicht, weil es geht denen ja auch gar nichts an. Da würde ich einfach sagen, pass auf, lass mich jetzt in Ruhe damit, es ist mein Ding, mir macht Spaß, Punkt aus, lass mich hier. Ich habe keinen Bock drüber zu reden. Klar. Nee, aber. Das ist dein Leben und deine Sexualität mit deinem Freund. Und wenn die Mädels das nun selbst nicht praktizieren wollen, okay, ist ja deren. Das verstehe ich auch. Klar, nur seitdem an will ich das gar nicht mehr machen. Ich habe es einfach nicht mehr, weil ich schäme mich dafür. Das ist mir so unangenehm, weil ich denke einfach, das ist was total
unangenehm ist, das sollte man nicht tun. Ja, aber du merkst doch, dass du dich jetzt da sehr beeinflussen lässt von deinen Freundinnen, ne? Wenn du persönlich von dir aus sagst, ja, klar, mir macht es Spaß und ich habe mich dazu entschieden, ich finde es klasse, ich mache es gerne mit meinem Freund, dann zählt das und alles andere zählt nicht. Sabrina, da bist du ein bisschen zu unsicher, glaube ich. Und lässt du dich zu sehr kippst du zu schnell um, wenn da irgendwelche anderen Leute was sagen. Da, deine Meinung zählt, nur darum geht es. Ja, ich sage dir, das ist nichts Perverses, das ist völlig normal, wenn ihr beide da Spaß dran habt, dann macht es doch. Mein Gott, weißt du, wie viele Menschen das machen? Findest du schon, dass es okay ist? Ja, absolut. Absolut, und genießt es, ihr beiden. Mann, und die Mädels, wenn die damit nicht klarkommen, dann sollen sie ihren Mund halten. Punkt. Okay? Ja, ich danke dir. Ja, alles Gute, Sabrina. Tschüss. Ja. Und weiter geht es mit Jessica. Ja, Jessica, 23. Hallo, Jessica. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen. Was ist deine peinliche Angewohnheit? Meine peinliche Angewohnheit? Ich lutsche Daumen, bin 23 Jahre alt. Ach, ich hatte neulich, glaube ich, einen Mann, der lutschte auch Daumen. Oder wie war das? Vor kurzem, nee, das war auch eine Frau. Das war eine Frau. Ja, du hast recht. Ich glaube, die war so um die 19 oder so etwas. Ja, genau. Ja? Also du bist auch eine Daumenlutscherin. Ja, genau. Hast du sonst nichts zu lutschen? Oder? Doch, ich habe einen Partner seit 5 Jahren. So meinte ich das natürlich nicht. Bonbons oder so meinte ich. Nee, ich sag mal, ich mache das schon, seit ich denken kann. Ja. Und meine Geschwister haben das auch gemacht bis zu einer bestimmten Zeit. Die machen es aber nicht mehr. Ja. Und meine Mama hat schon versucht, mir das früher abzugewöhnen. Mhm. Aber erfolglos. Bitte? Aber erfolglos, offensichtlich. Ja, ich habe das Zeug irgendwann abgeschleckt auch. Also ach, die hat ja so eine Chemikalie da ja. Damit du dich ekeln sollst. Genau, aber es hat nicht geklappt. Aber es hat nicht geklappt. Nee, und jetzt mache ich das also auch nur zu Hause. Ja. Und fremde Leute sollen das eigentlich nicht wissen. Wer weiß es denn jetzt, außer deiner Mutter? Weiß dein Freund es? Ja, natürlich. Der weiß es? Ja, Und mittlerweile. Das machst du auch in Anwesenheit deines Freundes? Ja, wenn wir im Bett liegen, lutsche ich halt Daumen. Ja. Und wenn ich dann sogar gar keine Lust habe, den Daumen rauszunehmen, dann rede ich mit Daumen. Der versteht mich mittlerweile auch. Ach, man kann auch mit Daumen sprechen? Ja, natürlich. Ich habe es schon gelernt nach den vielen Jahren. Mach mal eben. Tu mal rein. Nee. Nein. Das hätte ich jetzt gerne mal gehört. Ja, das glaube ich. Nein, mache ich nicht. Wie ist das denn... Wenn du so nach, ist das für dich so was Entspannendes auch, dass du dich dann ganz vors Fernsehen setzt, Daumen in den Mund und dich entspannt hältst? Ja, also ich sitze vorm Fernseher und entspanne mich halt dadurch, dass ich Daumen lutsche. Lutschst du richtig oder liegt der Daumen nur im Mund? Saugst du richtig daran? Manchmal, wenn ich mich richtig entspanne, sauge ich dran, ja. Ja, ja. Aber wirklich, dann muss ich schon richtig entspannt sein. Sieht man das, wenn ich deinen Daumen, machst du es immer mit dem rechten Daumen? Nee, mit dem linken. Mit dem linken, okay. Immer mit dem linken, nur mit dem linken. Nur mit dem linken. Ja, wenn ich deinen linken Daumen jetzt angucken würde, würde ich da irgendwas sehen, dass das so ein bisschen schrumpelig aussieht oder? Absolut nicht. Gar nichts. Nee. Gut, wenn ich den vielleicht länger im Mund hatte und ihn dann rausnehme und vielleicht mal sofort drauf gucke, dann ja. Okay. Ja. Also aber da ist nicht irgendwas deformiert, dass der Fingernagel irgendwie krumm ist oder wellig oder so, das nicht? Nein, absolut. Der sieht ganz normal aus wie jeder andere. Und wie ist es mit den Zähnen? Sind die Zähne irgendwie in Mitleidenschaft? Nein. Auch nicht? Gar nicht. Also ich habe sehr gute Zähne. Also mein Zahnarzt hat sich noch nie beschwert. Der weiß das natürlich auch nicht, ne, was du da machst. Was sagt denn dein Freund dazu, dass du das machst? Der war am Anfang erst, fand er das komisch. Ja. Aber mittlerweile, wir sind so lange jetzt zusammen, man gewöhnt sich an alles, sagt er gerade. Ach, er ist da und ihm ist das egal. Ja. Ist das hier so eine peinliche Angewohnheit, wo du sagst, okay, komm, kann ich mit leben? Oder hast du Bestrebungen, dir das abzugewöhnen? Also für mich zu Hause kann er mitleben. Mhm. Also habe ich überhaupt keine Ambition, jetzt damit aufzuhören. Ja. Aber wenn ich habe mir so vorgenommen, so wenn vielleicht mal ein Kind kommt, sollte ich dann vielleicht mal aufhören. Ja, das ist natürlich dann sehr, sehr lustig, ne? Dann sitzt die Mama da und lutscht Daumen und der Kleine und die Kleine auch. Das wäre mir das zum Beispiel, obwohl das dann zu meiner Familie gehört, wäre mir das aber dann wiederum peinlich. Ja, ja. Ja, dann wärst du kein gutes Vorbild, ne? Dann, du könntest das Kind ja gar nicht erziehen, dahingehend irgendwann nicht mehr am Daumen zu lutschen. Da sagt das Kind, Mama, du machst es doch auch. Eben, das ist. Also mein Opa hat es auch gemacht bis zum 21. Lebensjahr, dann hat meine Oma das irgendwann mal entdeckt, dann hat er aufgehört. Also ich habe das gar nicht gehabt. So, mein Freund hat das gesehen und ich habe gesagt, so, ich mach das und du musst damit leben.
Da liegt das irgendwie in euren Familiengenen, ne? Ja. Ja, irgendwie wirklich. Schon. Ja. Also will ich davon ausgehen, dass irgendein Kind das vielleicht von mir auch mal machen wird. Wenn du gerätst du so in Versuchung, wenn du meinetwegen, ich sag mal, du sitzt alleine entspannt im Sommer in einem Café, liest Zeitung und sitzt da entspannt. Besteht da die Gefahr, dass der Daumen immer in den Mund flutscht? Dann nicht. Aber wenn ich zum Beispiel zu Hause sitzen würde, in einer Runde mit anderen Leuten, mit Bekannten oder mit Freunden, ach so, ist mir das, glaube ich, schon einmal passiert. Ich konnte mich aber dann noch retten. Gibt es eine allerbeste Freundin, die das weiß? Hallo? Ja. Gibt es. Ich war gerade am Überlegen, ach so, ja. Aber ich merke schon, der Personenkreis ist sehr eingegrenzt, ne? Ja, also wie gesagt, das ist wirklich nur meine Mama, aber ob die das überhaupt noch weiß, weiß ich gar nicht. Wir haben da schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Aber ansonsten nur mein Freund und die beste Freundin. Also, dann würde ich einfach raten, nutze die Zeit, solange du noch kein Kind hast, und lutsch ordentlich, ne, den Daumen, und dann wirst du es dir wahrscheinlich abgewöhnen müssen wollen, sollen. Ja, werde ich auch. Also ich habe gesagt, das ist so mein Ding, was mich jetzt stören würde, aber ansonsten habe ich damit keine Probleme. So gut, bei anderen Leuten, aber... Ja, klar, ja. So, schönen Gruß an deinen Freund, den ich ein bisschen im Hintergrund aber gehört habe. Alles Gute euch beiden. Ja, mache ich. Tschüss, Jessica, tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt peinliche Angewohnheiten. Und ich möchte gerne eben mit euch darüber sprechen, was ihr so an Angewohnheiten habt. Vielleicht auch Kuriositäten an Zwänge oder Marotten, Ritual in eurem Leben. Irgendwie hatte jeder von uns irgendwie so ein, irgendwie ein Ritual, irgendwie ein besonderes Ritual, für das man sich schämt unter Umständen oder zu dem man auch steht und sagt, na gut, ich mach das ja. Wenn ihr mir da was erzählen wollt und vielleicht aus dem Nähkästchen ein wenig plaudern möchtet, dann macht das. 0800 220 50 50. Weiter geht es mit der Sandra. Und Sandra ist 24 Jahre alt. Hallo Sandra. Hallo Sandra. Ich bin gespannt. Was ist bei dir? Welche Angewohnheit? Ja, die meisten Menschen, die kauen ja an den Fingernägeln und die Seiten von der Hornhaut so ab, aber ich mache das an den Füßen. Oh. Echt? Du kaust an deinen Fußnägeln? Ja, und die Hornhaut ab. Aber das ist eine akrobatische Aktion. Da musst du sehr gelenkig sein. Naja, ich weiß nicht. Für mich ist das normal. Ich mache das schon, seit ich klein bin. Ich finde das total eklig, aber irgendwie kann ich es nicht sein lassen. Lass mich mal eben mir eine Vorstellung machen von dir. Wie groß bist du? 1,75. Und wie schwer bist du? 63 Kilo. Ja, und entsprechend dann doch eine gelenkige Frau. Ja. Mhm. So, sie kaut sich an den Fußnägeln. Ja. An allen Fußnägeln? Nee, meistens an dem Zeh. Am dicken Zeh? Mhm, und da hat die auch die Hornhaut ab. Mhm. Wann und wie oft machst du's? Mach ich meistens abends vorm Fernseher. So auch gerade jetzt, bevor du mich angerufen hast? Genau, also ich sitze im Schneider, sitze auf der Couch und dann kauen rum. Wie oft machst du das? Jeden Tag, wenn du nach Hause kommst und dann Fernsehen möchtest und entspannt. Hat das mit Entspannung was zu tun? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Du sagst gerade, du findest das total eklig. Warum? Ja, weil es sieht eklig aus und es tut auch schon manchmal dann weh, wenn ich dann den ganzen Tag gelaufen bin oder hohe Schuhe anhab und so. Und dann tun meine Füße noch weh. Wäschst du vorher die Füße, bevor du das machst? Ja, ich gehe jeden Abend duschen und dann... Und nach dem Duschen machst du es? Ja. Wäre dir das noch ekliger, wenn du dir die Füße vorher nicht gewaschen hast, oder ist das egal, ist es wurscht? Manchmal merke ich es gar nicht so wirklich, aber normalerweise gehe ich duschen, das ist dann meistens abends. Ja, jetzt würde ich mir gerne das mal angucken, wie das aussieht. Ist der Fußnagel ganz abgebissen? Ja, so wie bei den Fingernägeln, bei diesen Extremkauern. Ja, und die Hornhaut rundherum auch? Ja. Wenn du es abkaust, was machst du mit dem, was du abgekaut hast? Spuckst du es aus, schluckst es runter oder was machst du? Manchmal kaue ich darauf rum und dann spucke ich es nachher wieder aus. Mhm. Wie lange läuft das schon so? Seit der Kindheit. Also meine Eltern, die wissen das. Finde ich das ja noch viel heftiger jetzt? Oder das finde ich ja schon problematischer, sagen wir es mal so, als am Daumen zu lutschen. Wer weiß das? Meine Eltern und ein Freund. Er hat es natürlich dann gesehen. Ja, du bist im Moment in einer Beziehung. Ja. Ja. Wie hat der darauf reagiert? War der nicht ein bisschen befremdet am Anfang? Er hat gesagt, ob ich eine Macke hätte. Hast du eine Macke? Ich weiß nicht, denk mal. Wie hast du reagiert? Wie hast du es ihm erklärt?
gar nicht. Ich habe gesagt, ich merke es gar nicht, so wenn ich es dann mache. Mhm. Also vor ihm mache ich es auch nicht so wirklich, aber er hat mich schon mal dabei erwischt. Ja. Hast du den Eindruck, dass ihn das ein bisschen anekelt? Ja. Mhm. Er sagt auch danach, bar, geh dir die Zähne putzen, bevor du mich küsst oder so. Mhm. Ja, genau, klar. Man möchte dann ja nicht küssen danach, ne? Nee. Geküsst werden als Mann. Ja. Warum nur der dicke Zeh? Warum nicht die anderen Zehen auch? Da ist keine Hornhaut dran und so. Ja gut, aber den Fußnagel könntest du ja auch runterkauen. Nee, das weiß ich auch nicht, warum ich es nicht mache. Ja, ist wahrscheinlich nicht so viel dran, ist ja auch nicht so eine große Fläche ist das ja auch nicht. Ja, genau. Aber ich habe jetzt auch schon nicht mehr viel dran, sehe ich gerade. Das wollte ich gerade sagen, wenn man das so lange macht, ist es doch wahrscheinlich völlig ruiniert, ne? Das ganze Nagelbett ist doch wahrscheinlich kaputt oder verletzt oder verhornt oder... Ja, genau. Mhm. Warst du da schon mal beim Arzt mit wegen? Ja, der hat natürlich, die haben alle möglichen Tinkturen schon mal ausprobiert und so, aber das ist mir dann egal. Mhm. Ja, also ich mach's einfach. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist das, ne? Was treibt dich dazu, das zu machen? Ich weiß es nicht. Du bist jetzt 24 Jahre alt und von so lange du denken kannst, machst du das. Ja. Wenn, hast du schon mal versucht, dich wirklich, offensichtlich hast du es versucht mit den Tinkturen, zu zwingen, es nicht zu tun? Wie fühlst du dich dann? Ach, keine Ahnung. Irgendwie brauche ich das, glaube ich, denke ich mal so als Ausgleich oder mich zu beruhigen oder so. Ich weiß auch nicht. Es ist wahrscheinlich, warum auch andere an den Fingernägeln kauen die ganze Zeit. Ne? Ja, ja. Das ist so ritualisiert und es ist so eine zwanghafte Handlung, die wirklich was, ich finde, das ist dann schon etwas eher Krankhaftes, ne? Ja, jetzt fummel ich gerade, jetzt in dem Moment, wo ich ein bisschen nervös bin, fummel ich einfach so mit den Fingern da dran. Mhm, ja. Ja, hat das auch damit zu tun, dass du, im normalen Alltagsleben kannst du es ja nicht machen, wenn du nervös bist. Das ist ja dann immer nur, wenn du alleine bist zu Hause. Genau. Mhm. Ist das so eine Angewohnheit oder so ein Zwang, dass du sagst, ich möchte das loswerden? Ja, sicher möchte ich das loswerden. Mhm. Weil das ist natürlich nicht angenehm, auch im Sommer halt, wenn man dann so schwimmen geht und so und dann fragt jemand, was ist mit deinem Fuß los? Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Fall für einen Psychologen. Ja. Du lachst so, warum? Ja, weil das ist mir irgendwie peinlich. Ja, nee, das muss ja nicht peinlich sein. Die kennen ja nur alles. ja, wirklich, da gibt es ja nichts, was die nicht kennen. Ja. Und ich glaube, dass das für einen Psychologen ein relativ normaler Fall ist, so ein Zwangsverhalten oder so solche Zwangshandlungen zu therapieren. Ja. Ich würde dich gerne mit meiner Psychologin mal gleich verbinden. Dann kann die dir noch ein paar Tipps geben und dir vielleicht auch ein paar Ratschläge, was du machen könntest und wohin du dich wendest. Ja, das wäre lieb. Ja, meine Psychologin heute Nacht heißt Anja. Mhm. Du legst auf, Anja ruft dich an. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Nochmal Hinweis auf Samstag, auf übermorgen, da ist mein prominenter Gast Thomas Anders. Und wenn ihr gerne auch mit Thomas Anders sprechen wollt, dann meldet euch am besten heute schon unter domian@wdr.de. Samstag ist wieder die Hölle los am Telefon. Und schreibt auf die Mail eure Telefonnummer und vielleicht kurz eure Frage, euer Anliegen. Und dann werdet ihr unter Umständen vielleicht zurückgerufen. Dann wählen wir euch aus. Also Samstag, 11:30, WDR Fernsehen, Thomas Anders. Hier ist Andi, 21, hallo. Grüß dich, Domian. Jo, hallo. Hallo. So, deine Angewohnheit. Meine Angewohnheit, also ich bin eine Movie-Heulsuse. Eine Movie-Heulsuse? Ganz genau. Das heißt, bei jedem Film bist du am Flennen. Ja, quasi, ja. Also, das können normale Filme sein, wo es nicht peinlich ist, dabei zu heulen, wie zum Beispiel The Green Mile oder sowas. Ja. Aber es können bei mir auch durchaus Schnulzen wie Dirty Dancing sein. Da sitzt du armer dann da und weinst. Ja. Im Kino oder auch zu Hause vom Fernseher? Überall. Überall. Auch im Kino. Ach, wie süß. Und du weinst dann richtig lange oder laut oder wie? Ja, das ist unterschiedlich. Das habe ich gerade schon im Vorgespräch gesagt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mit Freunden im Kino bin, also dann versuche ich das auf ein paar Tränchen zu beschränken. So, rollen die dann so lautlos runter oder gibt es einen kleinen Schluchzer doch? Ja, nee, die eher so lautlos runter, wenn ich so mit Freunden im Kino bin oder mit Freunden einen Film anschaue. Aber wenn ich alleine bin, dann fließt schon. Rotz und Wasser, ne? Ja. Und auch über längere Strecken. Ja, so lange auch nicht, so 5 bis 10 Minuten. Ja, wahrscheinlich kommt es jetzt auf die Szenen an, die gerade besonders rührend sind, ne? Ja, genau. Ja. Welcher Film hat dich als letztes jetzt zu Tränen gerührt? Als
als letztes, du musst, ja, ich habe jetzt die Tage, lief irgendwann im Fernsehen, habe ich aber schon mehrmals gesehen, Philadelphia. Ja, ja. Das ist so ein Film, ja, wo ich ja zum Beispiel am Ende erbarmungslos losheule. Da bist du ein sensibler junger Mann. Ja, sage ich das mal so. Oder wie erklärst du dir das? Ja, kann man so sagen. Im Leben auch? Bist du da auch so nah am Wasser gebaut, wenn im Leben irgendwas Trauriges passiert oder Rührendes? Eigentlich nicht. Also ich komme aus dem Kölner Raum und ich bin eigentlich eine kölsche Frohnatur. Ja. Und eher nicht so nah am Wasser gebaut, aber wenn es ein schöner Film ist, dann kann das durchaus passieren. Ja, auch, also nur bei Filmen oder auch, wenn du im Fernsehen, ich weiß nicht, irgendwelche traurigen Dokumentationen siehst oder rührende Sachen siehst, muss es ein Film, Fiction sein oder kann das auch was Dokumentarisches sein? Ja, das muss, also sowas Dokumentarisches eher nicht, aber Filme oder Bücher. Bei Büchern auch? Also ich bin blind und höre Hörbücher. Achso, du bist blind? Achso. Ja, ja. Wir haben schon mal miteinander gesprochen, das ist aber schon eine ganze Weile her. Ja, kann sein. Ich habe mit so vielen Leuten schon gesprochen. Ja, ja, klar. Ja. Du hörst diese Sendung offensichtlich öfter. Ja. Passiert es dir hier auch bei, dass man, dass hier bei irgendeinem Thema, was vielleicht sehr zu Herzen ging, schon geweint hast? Es war einmal, war es wahnsinnig krass. Ich wette auch, dass du dich an diesen Fall erinnern kannst. Da hat ein junges Mädchen angerufen, ich weiß nicht mehr, wie alt sie war, und die war mit ihrem Bruder zusammen. Mhm. Oh ja, das ist aber länger her schon. Das ist ja, das ist schon Jahre her. Ja, aber da habe ich geheult, wie sonst noch was. Mhm. So, hast du gerade gesagt, wenn ich mit Freunden ins Kino gehe, du bist blind und gehst ins Kino, das machst du? Ja, klar. Hey, das ist überhaupt jetzt eine ganz neue Fragestellung. Du bist blind und weinst dann aufgrund dessen, was du hörst, obwohl diese Filme ja eigentlich für Sehende gemacht ist. Das sind ja keine Hörspiele, die du da hörst. Ja, klar, aber meine Freunde beschreiben mir das dann halt, was da so auf dem Bildschirm abgeht. Verstehe. Und ist dir das dann peinlich vor den Freunden? Ja klar, wenn es jetzt die richtig dicken Kumpels ist, mit denen man normalerweise nur um die Häuser zieht und in die Kneipe geht oder so, da ist es schon peinlich, aber die kennen dich, die kennen dich doch gar nicht anders. Du alte Heulsuse, oder? Hast du recht, ja. Aber es ist halt so, dass es so, es ist schon peinlich, aber ich lache da auch selber drüber. Ich finde es selber witzig irgendwie. Ich finde es ja eigentlich auch völlig in Ordnung. Und ich finde es sehr sympathisch sogar, wenn jemand sehr leicht berührt ist. Und also ich finde es alles andere als schlimm oder peinlich oder so. Es ist auch nett, nett einfach. Das kommt auch bei den Mädels gut an. Guck an, ja, das finden Frauen wahrscheinlich auch süß, ne? Ja, klar. Ja, ja. Bist du von Geburt an blind? Nee, ich bin mit 10 blind geworden. Durch eine Krankheit, Unfall oder was? Na, durch Augenoperation. Durch Augenoperation? Ja, ich hatte eine seltene Krankheit und die Ärzte wollten das heilen und das hat halt nicht funktioniert. Ja. 10 Jahre, das heißt, du kannst dich an die Welt erinnern, wie sie aussieht. Ja, ja? Absolut. Mhm. Und was ist deine, Entschuldigung, das passt gar nicht direkt zum Thema jetzt, aber ich frage dich trotzdem, was ist deine schönste Erinnerung, die du als Sehender gespeichert hast? Ich war mal mit meinen Großeltern, da werde ich so 6, 7 gewesen sein oder so, war ich mal im Sauerland auf dem Bauernhof und da hatte man halt von da aus eine wunderbare Sicht so in so ein Feldertal. Und es hat geregnet und die Sonne hat geschienen und da waren 2 Regenbögen, die sich gekreuzt haben, die übereinander gingen. Ja. Und das war schon ein sauschöner Anblick. Ja, das ist auch ein wirklich schöner Anblick. Und da hat dich so beeindruckt, dass er so tief in Erinnerung jetzt ist bei dir. Ja. Mhm. Hast du dich damit arrangiert? Du wirkst wirklich wie eine frohe Natur. Hast du dich arrangiert, dass alles so ist, wie es ist? Du bist komplett blind, du siehst gar nichts. Ja, genau, ich bin voll blind, aber das ist absolut kein Problem für mich. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es grau? Ist es ganz pechschwarz? Oder wie ist das? Puh, das ist einfach mal so ein undurchsichtigen Nebel vor den Augen. Also ist es bei mir. Ich möchte jetzt nicht für alle Blinden sprechen, aber so ist es bei mir, dass es wie so ein undurchsichtiger Nebel ist. Also hell und dunkel merkst du auch keinen Unterschied? Nee, gar nicht. Also ob man dich in die Sonne stellt oder ob tiefe Nacht ist, das merkst du gar nicht. Also von den Augen her. Von Augen her nicht, nee. Mhm. Aber ich find's toll, wie du damit umgehst. Das ist irgendwie völlig, du lebst völlig normal, ne? Ja, für mich ist das selbstverständlich, es gehört halt dazu. Hast du eine Freundin? Im Moment nicht, nee. Und was machst du vom Beruf? Ich möchte jetzt eine Ausbildung machen zum Informatikkaufmann. Geht das so mit der Behinderung? Kann man das machen? Es gibt da Hilfsmittel für den Computer, halt Sprachausgaben und Freizeilen. Noch eine Frage zu den Mädels. Du sagst im Moment nicht.
hattest du bisher Beziehungen nur mit, was heißt nur, ausschließlich mit vielleicht auch behinderten Frauen oder mit nicht behinderten Frauen? Ja, eigentlich ausschließlich mit Sehbehinderten. Mit Sehbehinderten? Also, ja. Bis auf eine, ja. Die hast du dann kennengelernt irgendwie in irgendwelchen Vereinen oder Clubs? Oder? Nein, in der Schule halt. In der Schule, ach so. Ja. Jetzt kommen wir völlig vom Thema ab, Andi. Wir haben über das Heulen, über das Weinen gesprochen. Genau. Und das fand ich sehr sympathisch, dass du weinst, wenn irgendwas Schönes oder Trauriges im Fernsehen. Also eher was nicht was Trauriges, sondern so was zu Herzen gehendes, so was Melancholisches. Ja, traurig und schön. Also so jetzt irgendwie ein schön super romantischer, wie zum Beispiel Schlafen in Seattle. Ja. Wo sie sich dann am Ende auf dem, was ist denn das nochmal, World Trade? Nee, Quatsch, wie heißt denn das? Wo sie sich am Ende dann treffen und in die Arme fallen. Da hast du doch wahrscheinlich auch bei Titanic auch wahnsinnig geheult, ne? Das ist doch der super peinlich. Da heulen doch alle, der ganze Kinosaal ist doch am Heulen. Das stimmt. Ja, das was auch noch ein bisschen peinlich dazu ist, ich sammle DVDs, also ich habe eine relativ große DVD-Sammlung. Mhm. Und wenn dann Kollegen vorbeikommen und sagen, hier, zeig mal deine DVDs, und da stehen dann nur so Sachen wie Titanic, Pretty Woman und Moulin Rouge, das ist schon ein bisschen peinlich, weil die Actionfilme findet man bei mir halt nicht. Ich meine, ist logisch, schon. Weil von Actionfilmen habe ich auch jetzt nicht natürlich. Du hast den Hang zur Melancholie, ne? Ja. Ja, so ist es. War sehr nett, mit dir dann nochmal gesprochen zu haben, Andi. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss. Mach weiter so. Jo, tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer, die auch Dani gewählt hat. Dani ist 22. Hallo, Dani. Hallo. Eine Frau. Das war ich mir nicht sicher, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Nee, eine Frau. Eine Frau. 22. Ja. Eine Frau mit einer peinlichen Angewohnheit. Nein, ich nicht, mein Freund. Oh, ich bin gespannt. Erzähl. Wir sind seit einem Monat zusammen. Mhm. Und seine Eltern am Haus, wenn wir oben sitzen, am Tisch, dann lässt er schon mal gern einen fahren. Und in deiner Anwesenheit? In meiner Anwesenheit, ja. Am Tisch, am Esstisch? Am Esstisch. Wir essen zwar nicht, aber er macht dann das Bein hoch und dann sagt er, ach, da kommt einer, und alle manchmal am Gucken, und dann meint er natürlich seinen Pups, ne? Ja. Das ist ein bisschen krass, ganz ehrlich. Wie viel? Jetzt, die Eltern sind auch dabei dann? Ja, oder die Eltern sind sehr, ja, wie sagt man, so sehr offen, und die kennen ihn gar nicht. Die kennen ihn gar nicht anders. Ja. Tag und Nacht sehen die ihn. Aber du bist jetzt erst einen Monat mit ihm zusammen. Ja. Und der pupst schon in deiner Anwesenheit. Ja. Auch wenn ihr beiden alleine seid? Ja. Das auch wenn wir alleine seid, ja. Und wie findest du das? Ja, peinlich. Ich finde es peinlich. Wenn er jetzt so pupst, dann, mein Gott, wir sind ja unter uns dann. Aber wenn er oben ist am Tisch und dann sind noch andere Leute und wir sind erst einen Monat zusammen, dann finde ich es recht peinlich. Und die anderen Leute, also sitzen jetzt die Eltern noch von ihm? Wer sitzt da noch ja, unter Umständen? Und, seine Cousine. Ach so. Barbara. Und die Barbara ist auch da. Aber Barbara kennt ihn ja schon länger. Ich wollte gerade sagen, die kennen das ja gar nicht. Die reagieren auch gar nicht pikiert darauf dann, ne? Nein, das ist das Schlimme. Ich sitze da mit einer roten Bombe, könnte irgendwo und dann sinken. Ist das so eine pupsende Familie? Machen die anderen das auch? Nein, um Gottes Willen, die machen das nicht, nein. Nur er? Nein, nur er. Ja, und mein Sohn. Wie dein Sohn? Der ist 14 Monate. Ah, gut, der darf das ja auch. Der ist, das ist... Ja, da beruft er sich ja drauf. Wenn er das macht, kann ich das auch. Also dein Freund beruft sich darauf, dass der Kleine das darf. Weil er auch pupst. Ich finde es peinlich. Hat er dich darauf irgendwie ein bisschen vorbereitet, dass er so eine Marotte hat? Hat's plötzlich... Obwohl, ja. Ich habe ihn abends angerufen, weil er ist ein Freund von meinem Bruder, ja. Und ich habe ihn einfach abends angerufen, er kam zu mir. Und dann, naja, ne? Mhm. Und dann sagte er, oh, Moment, mach die Decke hoch und da... Da ist dann... Ach so, ihr lagt schon im Bett zusammen. Ja. Und dann hat er es gemacht. Er hat zwar die Bettdecke hochgehoben, aber dennoch. Wart ihr gerade in einer... Das war sehr peinlich. Ja. Wart ihr in einer erotischen Situation in dem Moment? Davor. Davor. Turnt dich das ab? Turnt dich das ab, sowas? Ich könnte drüber wegsehen, aber ich finde es peinlich vor anderen Leuten. Ja. Ist es für dich unangenehm? Ich meine, das ist ja in der Regel nicht nur verbunden mit einem Geräusch, sondern auch mit einem Geruch. Das ist selten. Da warnt er mich aber vor. Dani, geh mal. Ohne Scheiß. Da sagt er, oh, da sitzt er ja selber da und fällt fast vom Stuhl. Also das ist, da wird er mir sagen, geh mal weit. Das geh mal geht nicht. Ach so. Ja, aber du hast es wahrscheinlich aber auch schon abbekommen, oder? Ja, im Auto. Was soll ich machen? Rausrennen? Im Auto machst du das auch. Das ist aber krass, du.
Also ich finde das schlimm, wenn das Leute machen, will ich dir sagen. Ich finde das, respektlos den anderen gegenüber, weil da kann eben nicht jeder drauf. Ich finde, dass man sich dann zurückziehen sollte auf die Toilette und es da machen sollte. Oder rausgehen, wie auch immer. Und ich finde das auch komplett unerotisch. Also wenn einer von mir anfangen würde zu pupsen, wäre das Thema Erotik weg, absolut weg. Ich habe gesagt, muss das sein zu ihm, ja? Und dann sagt er, bevor ich Bauchschmerzen bekomme. Ach, der arme Bauchschmerzen. Hab ich mir auch so gedacht, aber was soll man machen? Was ist denn das für eine Pimpelise? Die kriegt dann gleich Bauchschmerzen, wenn er nicht gleich sofort loslegen kann. Mann. Ich wurde auch vorher gefragt, ob er bauchkrank ist, aber er ist nicht krank am Bauch. Es gibt ja welche, die haben so Darmprobleme. Ja, okay. Das ist was anderes. Wenn jemand krank ist und es geht nicht anders, das ist okay. Ist was anderes. Ja, das aber er ist weder bauchkrank noch darmkrank. Er ist einfach eine Angewohnheit von ihm, ne? Ja, ich find's peinlich, ganz ehrlich. Ich find's auch nicht schön. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Hast du ihm das denn schon mal gesagt, dass du das doof findest? Und das ist ihm egal. Ja, er sagt ja, was soll ich machen? Und wir haben nicht so wirklich drüber diskutiert. So. Ihr müsst mal drüber diskutieren. Nur dieses hier, ich krieg Bauchschmerzen, oder? Das ist doch albern. Nee. Wir alle, die das nicht machen, kriegen ja auch keine Bauchschmerzen. Da hätte ich meine Probleme mit. Aber du bist ja auch erst einen Monat mit ihm zusammen. Wer weiß, was da noch kommt. An Angewohnheiten, die er noch nicht gezeigt hat. Ja, das ist das Schlimme, wenn jetzt noch mehr kommt, da weiß ich ja auch nicht. Ja, klar, natürlich. Oh, nee. Ja. Das geht ja nicht, ne? Also der kann ja nicht da sich öffnen und alles, ne? Mhm. Und auch wenn andere Kinder das machen, die passiert das schon mal, Zum Beispiel finde ich das auch kein gutes Vorbild für Kinder. Wenn er das in Anwesenheit von Kindern auch und macht. Und er schiebt das gerne, weil Barbara, die hat eine Tochter, die ist 3, der schiebt das gerne schon mal auf die Lea. Dann sagt er, auch Lea, du Lump. So macht er und sagt, das hat so. Lea, du Lump. Das macht er gerne. Nein, das macht er wirklich gerne. Also er muss ein bisschen, ich glaube, du musst ein bisschen härter mit dem jungen Mann, wie alt ist er? 21. Ja, du musst ein bisschen härter mit dem umspringen, glaube ich. Der hat also herrschen zu lockere Sitten bei denen in der Familie, so geht das nicht. Auch mit Barbara und so, das geht nicht. Liebe Dani, alles Gute. Ja, ich danke. Tschüss. Tschüss. Stefan, 41 Jahre alt. Hallo Stefan. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist. Auch zum Thema peinliche Angewohnheiten. Ja, aber allerdings nicht zum Flatulenzproblem. Bitte? Allerdings nicht zum Furzproblem. Ja, sondern? Ich mache ab und zu schon mal so Geräusche. Geräusche? Ja, Geräusche. Du machst Geräusche? Zum Stressabbau in erster Linie oder... Ich sag jetzt mal, um irgendwie eine Situation für mich persönlich ein bisschen so befreien zu können. Im Aufzug zum Beispiel. Was sind das für Geräusche? Im Aufzug zum Beispiel imitiere ich ganz gerne Vogelstimmen. Ach. Du bist also angespannt und hast Stress im Job oder sowas und fährst Aufzug? Ja, und dann, wenn ich angespannt bin. Und dann singst du im. Und ich bin in einer Situation, wo ich vermeintlich unbeobachtet bin, was ich dann im Moment hoffe. Das ist ja lustig. Und dann singst du wie eine Nachtigall im Aufzug. Nein, eigentlich mehr so. Ach so. Oder halt, es gibt dann auch schon mal eine Situation, da mache ich einfach so. Ja, das ist so ein Mauerspecht oder sowas. Ja, ne? Eigentlich mehr, das sind diese Klackgeräusche von diesen afrikanischen Buschmännern. Ach so, die, klar, natürlich, ja, die afrikanischen Buschmänner. Ja, dieser Flasche Cola da, nicht? Ja. Die da so runtergefallen ist. Und was noch für ein Geräusch? Ja, eigentlich so mehr so. Ja, also diese Geräusche gehen immer so aus, die sind Mundgeräusche. Ja, die kommen also teilweise aus dem Halbbewusstsein, Halbunbewusstsein. Ja. Und die dienen in erster Linie zum persönlichen Stressabbau. Ja. Und in dem Moment ist mir dann auch ziemlich egal, ob jetzt Leute um mich rumstehen, die im Aufzug, in einem geschlossenen Raum. Das kann passieren, dass im Aufzug 3, 4, 5 Leute sind und du fängst an zu trellern. Ja, ich versuche natürlich immer hinten zu stehen. Dann denken die auch. Gegenseitig angucken und dann auch irgendwo eine Schuldzuweisung versuchen, zuzuordnen. Wer war es denn jetzt? Das ist so ähnliches wie die Dame vorher mit diesen Furz-Sachen da gemacht hat. Nach dem Motto, die Kleine war es, war es ja gar nicht. Und ich mache ein ganz unschuldiges Gesicht und dann komme ich am besten auch mit durch. Aber oder halt, die Leute fangen an zu grinsen, weil sie irgendwo entdeckt haben, wer es gemacht hat und freuen sich dann halt mit mir, dass ich dann mein Stress jetzt bewältigt habe. Aber du machst es auch alleine?
wenn du ganz alleine bist? Ja. Also du legst es nicht darauf an, dass das jemand mitkriegt? Nee, das also nicht. Das auf keinen Fall. Das ist wirklich aber interessant finde ich ja, dass dich das wirklich dann entspannt, wenn du in einer Stresssituation bist. Ja. Das heißt, du machst dann deine Geräusche, was auch immer, und dann ist wieder gut. Ja. Wie bist du denn auf den Trick gekommen, finde ich interessant. Das erste Mal bewusst aufgefallen ist, dass wirklich während meines Studiums, gut vor 20 Jahren, da stand ich im Aufzug und es gab die Geschichte, dass genau in diesem Aufzug, in dem Gebäude, eine Woche vorher der Aufzug nicht abgestürzt, sondern aufgestürzt ist. Oh Gott. Und zwar sind die Gewichte abgebrochen, ja? Dann ist das Ding falsch schnell nach oben gegen die Decke geknallt, runter zu sausen, weil das Gegengewicht fehlt. Ja. Und ich musste ganz nach oben. Und in dem Moment, wo sich das Ding bewegen setzte, da war ich irgendwie... Ich hab auf alles gehört, alles Knirschen, alles Heulen, alles Zirbeln von Metalldrähten über mir. Und ich habe gedacht, nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit kann das ja eigentlich nicht zweimal hintereinander so kurz in demselben Gebäude passieren. Ja. Aber wenn das zur gleichen Zeit mit demselben Material gebaut wurde, bist du vielleicht der Nächste. Und dann fing ich dann irgendwie an, so zu zwitschern wie so ein Vögelchen. Ach. Und dann habe ich gedacht, ich bin jetzt im Wald und ich gehe jetzt dann irgendwie ganz lustig da irgendwie durch den Wald und das ist alles ganz angenehm. Ja. Und irgendwie mag ich dann auch, dass die Leute mich dann langsam so sicher... Halt erstmal so rum. Von wo konnte das kommen? Ist jetzt da ein Vogel eingeflogen oder ist eine Grille eingesperrt? Lass mich mal fragen. Es ist also nicht nur das von sich geben des Geräusches, sondern dieses Geräusch, was du machst, das bringt dich auch noch in eine gewisse Fantasie hinein, nämlich du gehst durch den Wald. Nein, das ist so beim Vogel der Fall. Und wenn also du bei diesen Klackgeräuschen... Gehst du nicht durch Afrika? Nein, bei den Klackgeräuschen ist es einfach nur ein Stressausbau und teilweise, ich sage jetzt mal auch vielleicht einen Druckabgleich von meinem Innenohr oder so. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin da kein Mediziner. Ich kann es nur sagen, für mich hat sich's bewährt. Und du machst es gerne und weiter immer wieder. Das ist wie gesagt, also wenn ich nicht im Stress bin, Monate gar nicht. Ja. Und wenn ich wirklich im Stress bin, da kann ich dreimal um die Ecke gehen und ich mache irgendwelche, ich sag mal, merkwürdigen Geräusche, wenn jemand, der mir hinterher schleicht oder mit dem Richtmikrofon verfolgt, der denkt, meine Güte, wann kommen die Leute mit der Jacke und der Rückenschnürung? Stefan, das war auch eine schöne kleine Geschichte noch. Ich danke dir herzlich für deinen Anruf. Ja, dir noch weiter viel Erfolg. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Jasmin, 21. Hallo Jasmin. Ja, hallo. So, jetzt haben wir dich auch noch das ist die letzte Peinlichkeit heute, die wir hören. Leg los. Ich schnarche. Du schnarchst. Ja, aber ganz extrem. Aber ganz extrem. Ja, wenn meine Freundin bei mir übernachtet, bringt die sich schon ihre Oropax mit. Ja. Und teilweise ist es so schlimm, dass die sich die Dinger bald bis ins Gehirn geschoben hat. Also ich schlafe auch mit Oropax oder mit sowas Ähnlichem. Das dichtet eigentlich schon ganz gut ab. Und wenn man das dadurch auch noch hört, dann ist es heftig bei dir. Ja, das war schon damals, als ich mal ganz klein war, wenn ich bei meinen Großeltern gepennt habe. Ja. Meine Oma ist dann ins Wohnzimmer geflüchtet, weil mein Opa und ich so gesägt haben. Als Kind schon geschnarcht? Ja. Wie kommt das? Hast du dich mal untersuchen lassen beim HNO-Arzt? Nee. Ist da irgendwas deformiert? Irgendwas stimmt da hinten nicht? Ist da nicht was richtig gebaut oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch mich selbst schon dabei ertappt, so wenn ich dabei bin einzuschlafen, dass ich dann schnarche, dann erschrecke ich mich und werde wieder wach. Man hört ja Geschichten von Schnarchern, ich schnarche Gott sei Dank nicht, ich weiß es nicht, dass sie von ihrem eigenen Schnarchen aufwachen und sich erschrecken. Ja, so wie ich zum Beispiel. Wie du zum Beispiel, genau. Ja, und es gibt so einen Mann in meinem Leben, also nicht mein Freund, aber sowas in der Art. Und wenn wir dann abends hier mal auf meinem Bett liegen und er schläft ein und ich bin gerade dabei einzuschlafen, erschrecke ich mich von mir selber und bin wieder wach. Ja. Also ich komme mich eigentlich gar nicht einzuschlafen. Überhaupt jetzt? Das voll peinlich ist. Bezogen auf Beziehungen. Wie lang war deine längste Beziehung bisher? Fast 2 Jahre. 2 Jahre. Wie ist der Mensch, ist das ein Mann oder eine Frau gewesen? Ein Mann. Mann. Wie ist er damit umgegangen? Also ich glaube, er hat es ganz locker genommen. Hat er auch geschnarcht? Er hat mich da auch nie drauf angesprochen eigentlich. Aber ich würde mich an deiner Stelle auch dann erstmal, wenn man jemanden neu kennenlernt, dann auch schämen, ne? Ja, auf jeden Fall. Man muss es, glaube ich, vorher besprechen. Man muss sagen, pass mal auf, da ist bei mir sowas nachts nicht so richtig in Ordnung. Ich schnarche sehr. Ja. Nimm's mir nicht krumm, ne? So in der Richtung. Ja, nur dann muss ich ja halt Gefahr laufen, dass die Männer sagen so, Dass die Männer weglaufen. Ja, genau. Dass die Männer sagen, wenn da jemand neben mir schnarcht, kann ich gleich mit einem Kerl ins Bett gehen, ne? Ja, so ungefähr. ich hatte das auch eine Zeit lang mal, ich habe Bekannte, die rauchen Gras.
Ja. Und da habe ich dann halt mal mitgeraucht. Ja. Und dann haben wir da alle gemütlich noch einen DVD-Film geguckt. Und dann sind die irgendwann in die Küche gegangen, haben sich ein Teechen getrunken und ich bin wohl am Schlafen gewesen. Mhm. Und auf einmal, da war ich noch mit meinem letzten Ex-Freund zusammen. Ja. Und plötzlich hörten die wohl ein tierisches Geschnarche aus dem Wohnzimmer. Ja. Haben die sich erstmal alle erschrocken, meinte, boah, was ist das denn? Und da meinte mein Ex nur so, ganz trocken, das ist Jasmin. Weil der kannte das ja von mir nun mal schon. Ich würde trotzdem Jasmin mich mal untersuchen lassen, wenn das so heftig ist und du bist so jung noch, nicht, dass sich das irgendwie noch verschlimmert und dass da gesundheitliche Probleme entstehen. Geh mal zum guten HNO-Arzt. Die Sendung ist gleich rum. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. In der Technik, Michael Verhoeven. Morgen gibt es wieder eine Sendung. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.